ist also Scholz ein sehr guter Bundeskanzler und er ist auch immer tief im Stoff. Und warum verstehen das die Wähler nicht? Rally around the president, also wir schützen unseren ersten Mann, aber da sind Sie in der SPD weit und breit so ziemlich der Einzige mittlerweile. Warum ist Christian Lindner eigentlich unangefochten der heilige Vater der FDP? Für einen Grünen etwas sehr Ungewohntes, dass eine Tochter, wenn sie mit Freundinnen in der Stadt unterwegs sei, häufiger von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft und sexualisiert werde. Okay, dass dieses Thema mal von einem Grünen thematisiert wird, hätte ich nie gedacht. Ich kann mich immer wieder wiederholen. Mein Eindruck ist, dass die Ostwahlen in ganz Deutschland Spuren hinterlassen haben. Nur bei Karl Lauterbach frage ich mich, in welcher Parallelwelt er aktuell lebt. Du glaubst nicht, was er gleich von sich gibt. Danke, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich spreche ja von Olaf Scholz, nicht von der SPD. Und Gesundheitspolitik, Digitalisierung hat nicht funktioniert. Die Pharmaindustrie war am Boden. Die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr. Somit ist es Pflege ist am Boden. Wir haben wahnsinnig viel gehabt. Das klang, als wenn es noch funktionieren würde. Es war aber kaputt. Und Olaf Scholz geht an all diese Punkte konsequent heran. Daher weiß ich, dass ich da vielleicht nicht unmittelbar populäre Position vertrete, aber ich verbringe halt sehr viel Zeit mit Olaf Scholz. Und wie beispielsweise der Hochlauf jetzt bei der Photovoltaik, das gelingt. Die Bundeswehr, sie wird wieder aufgebaut. Im Gesundheitssystem, wir machen an der Digitalisierung, nach 20 Jahren kommt die elektronische Patientenakte. Krankenhausreform. Bei der Migrationspolitik haben wir ja auch schon was geschafft in dem Sinne. Das sind ja Dinge, die sind gelaufen. War auch liegen geblieben, Sie haben ja recht. Die Migrationspolitik hat ja nicht funktioniert. Jetzt haben wir schon etwas gemacht und gehen noch einen Schritt weiter, sodass auch dieser Bereich konsolidiert wird. Somit glaube ich, in der Sache ist also Scholz ein sehr guter Bundeskanzler und er ist auch immer tief im Stoff. Und warum verstehen das die Wähler nicht? Gibt es auch so ein paar Punkte, gibt es schon, ne? Ja, ich glaube schon. Aufarbeitung, Corona-Pandemie. Ja, das ist ja mehr als Gesundheitspolitik, das ist ja mehr eine gesellschaftspolitische Frage. Also wir haben die Gelegenheit, wir können in der Nachspielzeit können wir überzeugen. Und das hat bisher nicht geklappt, das hat Umid Nuripur ja wirklich hinlänglich beklagt, Frau Münstermann. Wo ist denn die Wahrheit der Ampel? Ich würde bei Herrn Lauterbach sagen wollen, dass Sie für mich der SPD-Politiker sind, der wirklich das macht, was man in Krisenzeiten eigentlich macht, nämlich dieses Rally around the President. Also wir schützen unseren ersten Mann, aber da sind Sie in der SPD weit und breit so ziemlich der Einzige. Mittlerweile, der das macht. Ihre Parteispitze tut es nicht. Ihre Fraktion ist auch aufgewühlt. Deswegen, also für mich ist der Herbst der Entscheidung, mal gucken, ob der in einen Winter der Starre oder doch noch in einen Frühling führt. Aber zurzeit, glaube ich, ist es eher knapp. Aber die Fraktion steht voll hinter Olaf Scholz. Na klar, Herr Lauterbach. Wäre ja auch schlimm, wenn Sie was anderes behaupten würden. Olaf Scholz ist dafür bekannt, dass er sich aus allem raushält. Bundeshaushalt, Verteidigung, Kindergrundsicherung. Die Koalition von Olaf Scholz findet nirgendwo eine gemeinsame Linie. Unter anderem, weil sich der Kanzler aus allem raushält. Nun zu Christian Lindner. Jetzt bekommt er sein Fett weg. Und wer weiß, vielleicht wird er der Nächste sein, der zurücktreten wird. Die einzige Alternative zu Christian Lindner ist Christian Lindner. Uns ist auch aufgefallen, dass Papst Franziskus in der katholischen Kirche genauso lange regiert. Warum ist Christian Lindner eigentlich unangefochten der heilige Vater der FDP? Also die Freien Demokraten haben sich in der Opposition erneuert. Wir hatten auch eine sehr schwierige Phase und Christian Lindner hat Verantwortung übernommen und auch inhaltlich die Partei sehr klar aufgestellt. Übrigens genau mit den Themen, über die wir heute Abend reden. Wirtschaftlicher Erfolg, Ordnung in der Migrationspolitik. 2015 die Flüchtlingskrise, das war eines der Themen, wo wir gesagt haben, da muss Ordnung rein. Dann kam die Große Koalition erneut und wenn ich mir jetzt so die aktuelle Situation im Bundestag insgesamt angucke, stelle ich fest, dass auch die CDU in den letzten anderthalb Jahren Erneuerung gemacht hat. Und jetzt haben sich die Grünen entschieden, sich personell neu aufzustellen, auch von Erneuerung zu sprechen. Das heißt aber eben auch, dass einerseits personelle Entscheidungen getroffen wurden, aber andererseits heißt das auch, dass wir zu Entscheidungen kommen müssen. Genau. Und Frau Miaska, weil genau diese Themen uns damals beschäftigt haben, auch in der Erneuerung der FDP, sind das jetzt die Themen, mit denen wir sehr klar reingehen. Sie müssen mir eins begründen. Die Grünen-Parteichefs sind zurückgetreten wegen der schlechten Wahlergebnisse. Dürfen wir einmal einen Blick werfen auf die Wahlergebnisse der FDP? Gerne. Ja, seit Mai 2022 haben Sie ausschließlich Verluste eingefahren bei Landtagswahlen und bei der Europawahl.
Und bei den Jüngsten in Ostdeutschland sind sie geradezu pulverisiert. Um Friedrich Merz zu zitieren, sie hatten in Brandenburg weniger als die Hälfte der Tierschutzpartei. Ist das kein Grund, mal darüber zumindest zu sprechen, ob man personelle Konsequenzen ziehen muss? Ja, aber das ist ja kein Selbstzweck, Frau Miosga. Es geht doch um die Frage, ist eine Partei mit sich selbst im Reim und klar aufgestellt? Das sind die Freien Demokraten, insbesondere seitdem Christian Lindner Bundesvorsitzender ist. Aber nun zeigt die Politik der Grünen offene Grenzen, erstmalig auch Spuren bei grünen Abgeordneten wie Cem Özdemir. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fange an, Parallelen zu sehen zu Boris Palmer, der damals die Grüne Partei verlassen hat, weil er ebenfalls die Auswirkungen der grünen Politik immer mehr zu spüren bekam. Weiter geht's. Ein Grünen etwas sehr Ungewohntes, dass eine Tochter, wenn sie mit Freundinnen in der Stadt unterwegs sei, häufiger von Männern mit Migrationshintergrund unangenehm begafft und sexualisiert werde. Solche Worte kennt man bislang eigentlich nur von konservativen Unionspolitikern. Ist das ein neuer Ton? Eine neue Haltung bei den Grünen? Ja, wir haben eine große Herausforderung, wir haben ein Problem. Das hat auch was mit Kapazitäten zu tun und das kriegen wir ja permanent gespiegelt aus den Kommunen. Mhm. Wir haben halt nicht das Jahr 2015, wir haben einfach nicht ausreichend Wohnraum an Ballungszentren. Wir haben Kommunen, denen das Geld ausgeht. Wir haben vor allem nicht ausreichend Personal. Aber ist das, aber mich interessiert ja, dass der Ton, dass er das so ausspricht, ist eigentlich sehr ungewohnt für die Grünen. Nicht der Ton ändert sich, sondern die Realitätsbeschreibung ändert sich, weil die Realität sich verändert. Wir haben da draußen nicht ausreichend Leute, die in Bildungseinrichtungen, in der Verwaltung sich um die Leute kümmern, die kommen, wenn es in Kommunen zu viele sind. Und dann kann man auch nicht gescheit Integrationsarbeit machen. Das gilt nicht für alle Kommunen, das gilt nicht für das ganze Land, aber es geht darum, dass wir die Veränderungen auch tatsächlich beschreiben und beschreiben müssen, damit wir das Problem angeben. Nochmal, das Zentrale ist ja, dass wir die Probleme gelöst bekommen. Da bin ich 100% bei dem, was Christian Dürr gesagt hat. Aber ich glaube, das halt nicht funktioniert in der Tonlage, die wir in den letzten Wochen gehört haben, allen voran von der CDU, weil die ja gar nicht mehr darauf angelegt war, dass man Lösungen erarbeitet miteinander, sondern da ging es ja eigentlich nur noch um Härte, Härte, Härte. Wir müssen aber nur die Kraft aufbringen, die Leute, die hier beispielsweise kriminell werden, anders zu behandeln, als die Leute, die ohne die Intensivstation zusammenbrechen würden, die Baustellen und die Architekturbüros nicht mehr arbeiten können, gerade in der Lage, die wir haben. Es geht ja auch um die Konfliktlinien innerhalb der Ampel bei der Migration. Und da fordert Herr Özdemir jetzt unter anderem auch etwas Neues für die Grünen, nämlich Asylverfahren nicht nur an den EU-Außengrenzen, sondern auch in Drittstaaten. Da gibt es keine Mehrheit bei den Grünen, oder sehe ich das falsch? Wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, dass wir für alle Lösungen offen sind, wenn sie machbar sind, wenn sie wirksam sind und wenn sie rechtens sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Omid Nuripur hat die Frage nicht beantwortet, so wie alle anderen in dieser Runde. Und das ist mit einer dieser Gründe, warum wir uns als Bürger im Stich gelassen fühlen. Einfachste Fragen werden mit Politikfloskeln und Drumherumgerede nicht beantwortet. Die Prognosen für die Ampelparteien sehen aktuell nicht so gut aus. Denn 0% der Deutschen möchten diese Übergangsregierung. Um es in den Worten von Omid Nuripur zu sagen. Mir reicht es für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und pass gut auf dich auf.